Ja, Leute, ich bin hier, Leofstars Brigada 3. Und wie man jetzt hier in meinem kleinen Kameraschwenk, sag ich jetzt mal, erkennen kann, steht ein ziemlich großes Paket vor mir. Und ja, ich bin ziemlich glücklich, da nach 17 Tagen des Wartens endlich mein Paket von einem YouTuber, den ich jetzt hier nicht unbedingt benennen will, weil der jetzt auch, glaube ich, nicht mehr auf YouTube weitermacht, angekommen ist. Und was da drin ist, habe ich zwar vielleicht schon gesagt, aber ich sage es jetzt vorher trotzdem nicht nochmal. Ich mache es jetzt einfach mal auf. Ich zeige es euch jetzt mal nicht so, weil da oben die Adresse drauf ist und die ist überklebt. Deswegen kann ich jetzt mal nicht wegmachen. Ich zeige es euch so. Schneide ich hier oben einfach mal auf. Wenn es dann aufgeklappt hat, kann ich es euch auch zeigen. Aber das Aufschneiden an sich ist jetzt nicht so interessant. Ja, also es war jetzt mehrmals irgendwie nicht klar, wo es war. Dann war es irgendwie nach 1,5 Wochen war es dann auf einmal irgendwie in Hagen. Dann war es jetzt irgendwie war es irgendwie gestern jetzt schon in Gelterschen als ausgeliefert. Und ich wollte eigentlich heute zu DHL oder zur Post, um da zu fragen. Ja, kleiner Cut, habt ihr jetzt vielleicht noch nicht bemerkt, deswegen sage ich es jetzt einfach mal, damit ihr es jetzt bemerkt. Das macht zwar auch keinen Sinn. Ah, mein Speicher war gerade voll für ein paar Videosession. Und ja, da ich jetzt hier dieses Schnittprogramm habe, ist das alles kein Problem. Ja, jetzt klappe ich es hier mal auf. Und ja, dann zeige ich es euch mal von oben. Alles aufklappen. Ja, und wie man jetzt schon erkennen kann, das brauche ich jetzt kein Geheimnis mehr drum zu machen, habe ich einmal einen ATTE bekommen mit beiden Anleitungen und einen weiteren AAT. Beides günstig, deswegen habe ich da zugeschlagen. Und ja, es ist jetzt halt angekommen. Dann nehme ich die Sachen mal raus. Aufbauen werde ich es wahrscheinlich in diesem Video nicht mehr können. Ja, hier die Teile vom AAT sind hier. Ich hole die raus. Ja. Hier ist auch noch irgendeine Tüte, was weiß ich. Da sind wahrscheinlich die Figuren drin, die ich noch dazu gekriegt habe. Ich habe noch ein paar Giffen Figuren Kulok dazu gekriegt. Ja. Alles Einzelteile hier. Ist nicht so schlimm, findet man ja alles da drin. Und hier fange ich jetzt mal zur Seite. Da ist nämlich auch noch unser Turm, das Turmteil drin. Aber jetzt mache ich erstmal. Ach doch, hier ist es schon. Turm an sich ist da irgendwo in einer der Tüten wahrscheinlich. Und jetzt mache ich mal auch diese Tüten da raus. Moment. Ja. Hier sind noch ein paar Teile. Wahrscheinlich der Bauanleitung bedienen, sage ich jetzt mal. Da ich jetzt auch nicht immer unbedingt weiß, wo die hinkommen. Aber ich habe hier auch noch den zweiten AAT. Da kann ich auch noch mal gucken, wo was hinkommt. Ja, dann habe ich hier noch eine weitere Tüte. Und da drin ist noch eine weitere Tüte. Nehme ich auch mal raus. Da scheint was gepolstert zu sein, damit es nicht kaputt geht. Das ist auch gut. Hat ja die lange Reise anscheinend gut überstanden. So, dann schütte ich am besten diese Tüten mal in den Karton auf. Kann ich jetzt hier nur mit zwei Händen. Aber das versteht ihr wahrscheinlich. Ja, und da kommt schon der ATTE entgegen. In allen seinen Einzelteilen teilweise. Ja, also da brauche ich auf jeden Fall immer die Anleitung. Aber es ist ja nicht schlimm. Schütte ich jetzt einfach mal alles auf. Sehen. Ja. Okay, also da werde ich heute noch ordentlich was zu bauen haben. Habe ja heute auch noch Zeit. Heute ist mein letzter Ferientag. Und ja. Hier ist das nächste. Teile sind hier schon. Ja, die Kanone vom ATTE und jede Menge andere Teile, teilweise noch vom AAT. Hier schon mal rausnehmen. Geschütze, weitere Beinteile, Teile vom Chassis. Ja, und das ist alles gut aufgeklebt mit jede Menge Küchenkrepp. Und da ist noch ein Step. Ja, das ist der ATTE. Und hier ist größtenteils, vielleicht sind da noch Teile davon. Ja, sind noch Teile davon. In dieser Kiste nehme ich auch nochmal mit dazu, was ich hier jetzt gerade so auf Anhieb sehen kann. Und
Ja, also auf jeden Fall coole Sachen, ein AAT und ein ATTE. Beides werde ich jetzt heute im Laufe des Tages aufbauen. Wie gesagt, heute ist mein letzter Ferientag. Genauso wie alle für alle Schüler in NRW leider. Und vielleicht auch in irgendwelchen anderen Bundesländern, ich weiß nicht genau. Jedenfalls für die Leute in NRW. Ja, deswegen werde ich heute nochmal so richtig aufbauen und den ATTE auch in mein neues Mock einbauen und das wollte wahrscheinlich auch noch filmen. Ja, dann, achso, die Figuren, die zeige ich jetzt noch gerade, die ich dazu gekriegt habe. Ich habe einen Klonpiloten dazu gekriegt, ich habe einen Klongunner dazu gekriegt und ich habe einen normalen weißen Klon dazu gekriegt. Ich habe einen Mausfliegen dazu gekriegt, das scheint extra zu sein, genauso wie dieses Fass. Ja, danke für die Extras und die Figuren. Hier sind noch Droiden dabei. Ach ja, genau, zwei Droiden habe ich auch noch bekommen. Genauso wie den Step, der jetzt hier teilweise ist. Muss ich leider nach den anderen Teilen suchen. Ja, zwei Droiden, ein weißer Pilot, ein Gunner, ein Klon und dann zwei Extras, ein Mausdroiden und ein Fass. Ja, danke dafür und ja, kommentiert, bewertet, abonniert. Den YouTuber werde ich jetzt hier nicht nennen, aus mir persönlichen Gründen. Ja, ihr braucht auch nicht zu fragen, ich werde es euch nicht sagen. Und ja, dann kommentiert, bewertet, abonniert. Und übrigens ist auch mein General Krell von Minifix4U gerade angekommen. Und dazu wird gleich auch noch ein Unboxing folgen. Also heute ist ein richtig geiler Tag, was Unboxings und Sachen, die zu mir gekommen sind, angeht. Ja, irgendwas muss ja an dem letzten Ferientag noch geil sein. Ja, aber ich schweife jetzt langsam vom Thema ab. Hoffe, es hat euch gefallen. Freut euch auf ein mögliches Review. Das kann sein, dass ich das mache. AAT habe ich ja schon. Vielleicht mache ich davon auch noch ein Review. Und ja, dann tschüss.